Herzlich willkommen zu diesem sechsten Video von Quizlet, zu Quizlet, nämlich im Schreibmodus. Und dieser Schreibmodus funktioniert, ich habe es im letzten Video schon gesagt, nur hier auf quizlet.com, also in dem Fall nicht über die App. Also musste ich bei quizlet.com dann einloggen, das ist vorher schon sicherlich kostenlos registriert. Und du hast da schon ein Quiz ausgewählt, ich bin wieder hier bei meinen Hauptstädten von Europa. Hier unten sieht man dann wiederum diese Auflistung. Auf der linken Seite habe ich hier die Begriffe. In dem Fall habe ich hier die Länder eingegeben. Habe hier auf der rechten Seite hier meine Hauptstädte. Wenn ich auf alle hier gehe, habe ich wiederum all meine 46 Länder mit all ihren Hauptstädten. Wenn ich hier diese Sternchen setze, kann ich mir dann aussuchen, was möchte ich mir genau anschauen. Und kann dann diese 46 Begriffe oder je nachdem, wie viel ich halt eingegeben habe, dann hier begrenzen. Ich mache das jetzt einmal auf diese 9 hier und kann hier auf den Schreibmodus gehen. Den Karteikarten und den Lernenmodus habe ich dir in den anderen Videos schon erklärt. Die anderen Modi werde ich dir in den anderen Videos noch erklären. Aber schauen wir uns jetzt den Schreibmodus an. Ich gehe hinein, habe jetzt hier die Möglichkeit, ich habe hier schon einmal gespielt. Ja, ich setze das einmal zurück, gehe auf Optionen, wie immer. Kann hier dann neu starten gehen. Ich habe hier eingestellt Begriff mit Stern. Ob er mir es vorspricht oder nicht, macht natürlich Sinn, weil er soll mir hier was ansagen. Das ist das Besondere an diesem Modus. Klick auf Neu starten. Und er startet. Und da steht schon ganz einfach, tippe, was du hörst. Jetzt bin ich leise. Dublin. Und ich tippe jetzt hier Dublin. Darunter wird mir eingeblendet Irland. Und ich weiß, dass es um Hauptstädte geht. Tue ich mir etwas leichter. Und drücke Enter. Und es hat anscheinend gestimmt. Ungarn, Budapest. Jetzt muss ich mal aufhören, ein bisschen zu quatschen. Budapest. Geht dann auf Wien. Madrid. Du siehst, gerade bei Vokabeln könnte man das gut so durchgehen. Man kann ein Vokabel üben. Ich mache das jetzt ein bisschen. Berlin wird mir nichts helfen. Ja, Prag. Und ich bin es durchgegangen und sehe dann hier all die Begriffe, die ich da gekonnt habe. Er geht dann gleich weiter. Ich habe etwas mehr Begriffe noch. Schau, ob ich ein bisschen schneller bin. Oh, so nicht. Da geht das durch, bis ich das zumindest zweimal dann, glaube ich, richtig dann geschrieben habe. So, habe das jetzt eingegeben und ich würde dann schon wieder weitergehen. Also das ist hier diese Methode, Tippe, was du hörst. Das ist der sogenannte Schreibmodus, in dem es gewissermaßen ein Diktat geht und immer wieder rundenweise wird dann eine Ansage gemacht und es wird dann gezeigt, wie viel kann man schon, wie viel hat man gelernt. Gut, das war jetzt hier der Schreibmodus, den es wie gesagt nicht in einer App gibt, sondern den es nur hier im Web unter quizlet.com gibt. Ich hoffe, du siehst dann etwas weiteres, ein weiteres Video dann, nämlich dann vielleicht auch das siebte Video, wenn es um den Testmodus geht, den ich dir wärmstens empfehlen kann. Also bis bald.